Moin. Also, wie versprochen, hier ist das nächste Video bezüglich ja, mit dem Thema Dart. Ja, ich behandle ja sehr viele Themen im Moment. Na, ich habe jetzt einfach mal die alten Flights abgenommen, weil ich möchte euch heute die Vortex von Heroes vorstellen. Na? In unserem kleinen Dart-Shop, der auch zusätzlich noch Angelzeugs anbietet, ja, kosten die tatsächlich 1,70. Ja? Ja, naja, schließlich wollen wir hier Punkte angeln, ne? Also von daher passt es wieder. Ja? So, das heißt, wir werden jetzt mal hier wieder, das ist wunderbar, ja. Hier ist so ein Schlitz hier, sag ich mal, ja. Einfach oben abknicken, dann könnt ihr das hier anheben, zack, umknicken, ja. Dann geht er hier zwischen vorsichtig. So, und dann reißt er das auf und gut ist. Ne. So, da haben wir die Vortex. Und früher zumindest waren es meine speziellen Lieblinge. Aber heute, nach so vielen Jahren, ich weiß es nicht. Ja? Ja, früher hätte ich darauf geschworen. Heute weiß ich nicht, ob sich da irgendwas verändert hat. Außer die Form. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall haben die schon mal eine sehr schöne Struktur. Ja? Wirklich wie so ein Blatt oder wie so ein Flügel, kannst du sagen. Ja? Und hier richtig schön erhaben. Soweit ich das in Erinnerung habe, war das früher nämlich nicht der Fall. Ja. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So, die lassen sich auch schön leicht hier auseinander in die richtige Form drücken. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, setzen die jetzt hier schön rein. So. Ah, muss gleich von Anfang an richtig sitzen. Sonst haben wir da ein kleines Problemchen. Natürlich werden wir da auch gleich wieder Probewürfe machen. Wie schon gehabt. Und ich denke mal, um eine höhere Trefferquote zu haben, müsste ich mich auch erstmal wieder drauf einwerfen. Ja. So. Jo. Und auch wieder so richtig schön mit Hologramm-mäßig so, ja, also wunderbar. Gibt es auch tatsächlich in ein paar verschiedene Farben. Momentan sind die ursprünglichen, die ich haben wollte, nicht lieferbar. Bei meinem Angelshop da, sag ich mal. Ja, wie sieht so ein Dart jetzt aus? Mit dem Vortex Flight. So sieht er jetzt aus. Ja. Also erheblich schöner. Aber es geht ja nicht nur um Optik, sondern auch um die Flugeigenschaften. Ja? So. Ich hätte euch auch gerne die ganze Bahn gezeigt. Ja, ist aber ein bisschen schwierig umzusetzen im Moment. Ne? Weil ich habe jetzt hier, ja, ihr seht immer nur die letzten paar Zentimeter oder was. Ne? Und seht dann eben, wo es landet. Ja? Also da müsst ihr mir dann schon irgendwie vertrauen. Ja? Also ich bin jetzt nicht irgendwie in Richtung Hobby-Data unterwegs, sondern auch eher, ja, ich sag mal, ja, irgendwas dazwischen, zwischen Hobby und Verein oder sowas, ja. Also Turnierdata, Hobby und Turnierdata. Ja? So, dann wollen wir mal kicken. Ja? Alle drei sind wurffähig. Und jetzt gucken wir uns die Flugeigenschaften an, Leute. Jetzt wird es interessant. Ja? So. Wie immer haben wir gleich wieder Licht von der verkehrten Seite. Ne? Mir wäre es natürlich anders lieber. Aber ja,
Ich kann mir die Wohnung leider nicht aussuchen. Ne? Also wenn es danach ginge, hätte ich auch lieber ein Haus oder was. Ja, hätte da lieber meine Ruhe. Und dann wäre das gut. Ne? Also, drei Würfe. Sprich, drei Runden, je drei Wurf. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, sie fliegen ruhiger. Man muss sich erstmal darauf einstellen. Ja. Und ja, mein Standard habe ich wieder erreicht. Einer in die 5, der andere hier in die 1 und wieder einer in die 20. Stecken auch wirklich schön tief drin, also fest drin. Ja. Und wie man gesehen hat, fliegen die auch schon wieder ganz anders als mit den Standard-Flights. Ja. Natürlich sollte man, wenn man da lange Freude dran haben will, an den Flights, auch Protektoren hier oben drüber machen. Ja. Die kriegt man auch schon für wenig Geld. Na, man kann viel Geld investieren, man kann aber auch wenig Geld investieren und hat trotzdem was Gutes. So. Nächster Wurf. So. Der eine war ja zum Beispiel mit Absicht tatsächlich mehr in die 1 gerutscht, ja, weil ich will mir jetzt noch nicht die Flights versauen. Ne? So, weil da sind jetzt noch keine Protektoren drüber. Aber das können wir gleich auch nochmal zeigen, wie das funktioniert mit den Protektoren draufziehen. Ne? Hier haben wir die Double 20, auch wieder schön tief drin. Die 5, ja, auch gut drin. Und die 1. Ja. Letzter Wurf. Ja. Letzte Chance, letzter Wurf. Es gibt nichts zu gewinnen. Ja. Nicht mal ein Teddybär. Was? Aber meine Jürgen kann man kaputt machen, ja? Muss man mal wieder die Protektoren was? Danke. Protektoren? Hast Ja. du doch gegeben. Nee. Ich hatte da extra rot oder so. So, ja, ich habe mal wieder meinen Standard geschmissen. Ne? Jetzt wisst ihr, warum es Standard bei mir heißt, ja? Ja, so. Hier haben wir schön die 1. Ja, hier, der hier. Da haben wir die 5. Und da haben wir die 20. Ne? Schön noch fingerdick drin. Ja? Wunderbar, besser können wir es nicht haben. Na, also schöne Flugeigenschaften. Jetzt noch ein bisschen drauf eintrainiert. Und ja, wir haben ein Top-Ergebnis. Ne? Das ist das, was mir damals fast zum Sieg verholfen hätte. Ne? Allerdings habe ich ja mit der Double 1 habe ich es leider vergeigt. Ja, das war so, ne, ich war, wie gesagt, noch nicht allzu lange dabei, vielleicht ein halbes Jahr, Vierteljahr oder so. Oder ich hieß es, ja, komm mal mit zum Turnier. Ja, bin ich mit und wusste aber nicht, dass ich selber daran teilnehmen sollte. Tja, und da war ich dann, ne? Da stand ich dann dran an Bord. Das sind die Protektoren. In dem Fall tatsächlich jetzt mal von eBay. Gibt es auch in verschiedene Farben aus Alu. Ja. Gibt allerdings auch welche, die stellen die aus Kunststoff her. Nimm lieber Alu. Besser für die Spitze und besser für die Flights. Aber wenn ihr die Dinger wieder runterkriegen wollt, braucht ihr eine kleine Zange. Keine Kneifzange, kein Seitenschneider, sondern eher hier. Ja, wo ist die kleine Zange jetzt? Das ist, wenn man hier alles verbuddelt. So. Ja, sowas hier in diese Richtung. Ja, gut, die ist jetzt hier ein bisschen lackiert und lediert und so.
Ah, dann nimmt er hier oben das Teil natürlich, ne? Nicht hier die Seitenschneiderfunktion. Na, das wäre kontraproduktiv, weil ihr wollt ja noch länger verwenden. Na? Gut, dann probieren wir mal unser Glück und schauen uns mal die Protektoren an. Passend dazu natürlich haben wir die jetzt einfach mal besorgt gehabt vorab. Ja, weil ich ja von meiner Seite aus sowieso schon die Farbe gerne haben wollte. Und ich fand das auch passend zum Barrel. Ja? Der bietet allerdings auch einen schönen Halt, weil das auch schön gummiert ist. Es gibt welche, die mögen das nicht, ne? Und wollen es lieber pur haben. Ne? So. Jo, wie gehen wir jetzt vor? Erstmal dass wir die wieder alle im 90 Grad Winkel aufstellen, ja, dass er schön hinkommt einigermaßen. Ja. Ja. Kleinen Tucken geht noch. So. Ja, dann mit der entsprechenden Öffnung. Und dann gucken wir natürlich hier, dass wir das mal eben zusammenfügen hier. Also natürlich beim Flight dieser Art, muss ich echt mal so zugeben, gar nicht so einfach ist. Ja. Also man kann sich den auch damit kaputt machen, keine Frage. Dann hat es eher nicht den Zweck erfüllt, aber ja, im Normalfall sollte es eigentlich gut reinrutschen. Ja. Ja, bisschen problematisch ist tatsächlich hier der die Spitze hier an sich. Na, also ja, ich zeige es euch mal eben hier an dem hier. Na, wo ich da jetzt stundenlang ein Video von mache. So, wir setzen den hier einfach drauf. Im Normalfall, so da ist er. So. Na, und schon kann der Dart hier, na, kommt er hier zwar drauf, kann aber entweder abprallen dadurch oder wird umgelenkt. Na, das merkt man auch, wenn man da selber mal ein bisschen drauf rumsticht. Na, der wird einfach abgelenkt und schon euren Flight. Na. Jetzt machen wir das Ganze mal rückgängig. Ich hoffe, das klappt auf Anhieb, damit ihr das mal seht. Und da ist er. Na. So, sollte der jetzt zum Beispiel wie bei dem anderen nicht passen, geht er hier vorsichtig nochmal mit der Spitze rein. Ja, versucht da ein bisschen was hinzubiegen. Da geht meist immer noch ein bisschen was. Und dann natürlich mit Vorsicht. Und dann schaut er mal, ob er das nicht doch irgendwie hier drauf kriegt. Natürlich mit äußerster Vorsicht. Wenn nicht, dann müsst ihr das eben sein lassen hier bei Vortex zum Beispiel. Ja, dann müsst ihr euch davon mal ein paar öfter welche holen oder welche auf Lager legen. Ja. Und ich denke, das geht auch. Also so teuer sind die ja nicht. Ne? Jetzt keine 10 Euro Flights oder weiß der Geier was. Also ich weiß gar nicht, was die teuersten überhaupt im Moment sind. Aber ich denke, ja, so teuer muss es nicht sein. Ne? Mein Gedanke war jetzt hier, dass ich das jetzt ganz schnell raufkriege. Und das war es dann. Ne? Aber durch die Struktur des Flights, ja, weil ich hier ja noch diese schönen Einkerbungen habe, ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, das hier ist eine Geduldsnummer. Na? Es geht. Ich habe selber schon gehabt, aber es geht. Gut. Ich weiß nicht, was auch mit den Qualitäten los ist, an und für sich. Ja? Aber früher waren die da ein bisschen einfacher drauf und abzukriegen. Da musste man nicht noch echt erstmal hier mit Werkzeug rumhantieren. Das ging dann so klar. Mittlerweile
es ist leider anders. Da kann man mal sehen, was sich seit gut 20 Jahren geändert hat. Gut, also, dann good darts, haut rein und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schreibt mir mal eure Erfahrungen in den Kommentaren. No? Also, bis zum nächsten Video. So, nochmal ein kleiner kurzer Anhang. Ich habe mich da jetzt einfach nochmal ein paar Minuten mit beschäftigt. Hab mit der Spitze hier mal ein bisschen vorsichtig drin rumgekreist, dass der Radius etwas weiter wird und hier die Schlitze entsprechend größer werden. Ja. Und hab es jetzt endlich geschafft, die Protektoren anzubringen. Ja. Dann möchte ich euch mal zeigen, wie so ein Dart jetzt aussieht mit Protektor. Also ich sag mal so, es beeinträchtigt kaum die Flugeigenschaft. Ja, er fliegt vielleicht jetzt ein bisschen gerader, ein bisschen anders, minimal aber nur. Ja. Aber letztendlich dient es dazu, um eure Flights zu schützen, wie ich ja eingangs schon erwähnt hatte. So sieht er jetzt aus. Ja, hier kann man den Protektor sehen. Ja, wirklich schön. Ja, und jetzt drehe ich den einfach mal so ein bisschen in eure Richtung. Das ist natürlich vom Autofokus her ziemlich blöd. Moment, so. Ja. Also, er sitzt jetzt, wie er sitzen soll, und das ist ganz gut. Damit haben wir unser Ziel erfüllt. Ja. Hier haben wir die anderen Flights. Die packen wir an der Seite. Abgesehen davon sind die zum Teil auch schon wieder ausgenudelt, weil keine Protektoren drauf waren. Tja, passiert. Na, geht euch bestimmt auch so. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn die, ja, mal gucken, ob wir den gerade hier haben, denjenigen welchen. Ne, natürlich nicht. Na, den hat es auch ein bisschen erwischt. Der hier, der ist ganz gut dabei. Ja, der ist auf jeden Fall gut dabei. Na, hier oben, da sieht man das aber kaum jetzt auf der Kamera. Na? So, und auf jeden Fall, der ist schon ganz schön lidiert. Na? Das hoffe ich mal, dass man das so ein bisschen erkennen kann. Und ja, gut, das beeinträchtigt dann schon eher. Ja? Dann ist die Trefferquote nicht mehr so, wie sie sein soll. Ihr müsst euch ständig verändern und so weiter. Und ja, so bleibt euch das auch wiederum ein bisschen erspart. Ja? Natürlich immer darauf achten, dass die Flights mit den einzelnen Flügeln hier entsprechend im 90-Grad-Winkel zueinander ausgerichtet sind. Und dann habt ihr auch eine gute Trefferquote. Ja? Das ist natürlich nicht immer machbar, weil manchmal sind die auch widerspenstig. Ja? Das dauert dann eben eine Weile. Aber an und für sich ist es jetzt das, was ich wollte. Und ja, jetzt kann ich eine Runde darten. Ja? Also, ja, bleibt mir wohlgesonnen und good darts, bis zum nächsten Video.